Burgund. Für viele ist dieser Name gleichbedeutend mit Wein, Genuss und Lebenskultur. Vom Glanz der burgundischen Architektur kündet in Beaune das altehrwürdige Hôtel Dieu aus dem späten Mittelalter, ein Hospiz für bedürftige Kranke. Mit seinen Türmchen, Wetterfahnen und Erkern, vor allem aber mit den Mosaiken der bunt glasierten Dachziegel, wirkt das frühere Armenhospiz wie ein reiches Chateau. Ganz in der Nähe der Hospize befinden sich die historischen Keller von Joseph Drouin. Joseph Drouin war mein Urgroßvater, ein ambitionierter Jungunternehmer, der mit 24 Jahren entschieden hatte, sich in Beaune niederzulassen, um einen Weinhandelsbetrieb aufzubauen. Er kaufte die Liegenschaft an der Rue d'Enfer und begann, Jungweine aus dem Burgund einzukaufen, die er im Keller ausbaute und reifen ließ. 1918 übergab er in einer schwierigen Zeit nach dem Ende des Ersten Weltkriegs das Unternehmen seinem Sohn Maurice. Zu dieser Zeit fehlte es an technischen und finanziellen Mitteln, vor allem aber mussten die Rebberge instand gesetzt werden, die durch die Reblaus zerstört worden waren. Aber Maurice Drouin hatte zwei wichtige Ziele. Das erste war die Sicherstellung der Nachfrage nach seinen Weinen, da bereits zu jener Zeit die Winzer aus dem Burgund begannen, ihre Weine selber auf die Flasche zu füllen und sie nicht mehr dem Handel verkauften. Das zweite war die Qualitätssteigerung seiner Weine. Daraus resultierte seine Absicht, Reben zu kaufen. Einfacher gesagt als getan, denn 1918 wurde noch alles mit dem Pferd transportiert. Die Möglichkeit, in den Norden der Côte d'Or zu den weltbekannten Grand Cru-Lagen wie Musigny, Clos de Vougeot und Chambertin zu gelangen, war nicht gegeben. Die ersten Reben, die Maurice Drouin kaufte, hatten sich demzufolge in der Umgebung von Beaune zu befinden. Und so war der erste Erwerb die Reblage Clos de Mouche, die für Drouin Symbolcharakter hatte. 10 Jahre benötigte er, bis er 40 Parzellen erwerben konnte, die gesamthaft 14 Hektare umfassen und die sowohl mit roten wie auch mit weißen Trauben bestockt sind. 1957 wurde das Unternehmen an meinen Vater Robert Drouin übergeben, auch er war 24-jährig. Die Mobilität hatte in der Zwischenzeit zugenommen. Mein Vater war einer der Pioniere, die im Chablis investierten. Heute umfasst Joseph Drouin rund 75 Hektar Rebberge, davon je die Hälfte im Chablis und an der Côte d'Or. 90% des Rebbesitzes liegt in Grand Cru oder Premier Cru-Lagen. Was die Eigenheit von Joseph Drouin heute ausmacht, ist der Umstand, dass die Familie immer noch über die Geschicke wacht. Dabei ist die Zusammenarbeit innerhalb der Familie von großer Bedeutung. Ich arbeite mit meinen zwei Brüdern und meiner Schwester zusammen. Der eine Bruder ist verantwortlich für die Reben. Meine Schwester ist die Önologin für das Weingut in Oregon und assistiert dem Chefönologen Jérôme Fourbrac in Beaune. Mein zweiter Bruder ist der Verkäufer. Ich bin der Jüngste, dennoch bin ich der Direktor. Ich darf sagen, dass ich ein außergewöhnliches Privileg und die Ehre habe, das Vertrauen meiner Geschwister zu genießen. Seit 1947 ist Joseph Drouin für den Rebbau und die Vermarktung des wohl weltweit angesehensten Weißweins Marquis de la Guiche aus der weltbekannten Grand Cru-Lage Montrachet verantwortlich. Wenn das kein Beweis für das Savoir-faire und Engagement ist. Am äußersten südlichen Zipfel der Appellation Beaune, an die Rebgemeinde Pommard grenzend, befindet sich die herausragende Premier Cru-Lage von Joseph Drouin. Clos de Mouche war einer der ersten Zukäufe von Maurice Drouin, die er in den 20er Jahren tätigte. Clos de Mouche ist zu gleichen Teilen mit roten wie weißen Reben bestockt. Es ist eine der mythischen Lagen von Joseph Drouin. Auf halber Höhe, leicht abfallend, ist Clos de Mouche nach Osten und Südosten ausgerichtet. Der Name kommt von den Bienen her, die früher als Mouche à Miel bezeichnet wurden. Sie bevölkerten diese sonnige Lage. Es gibt nicht viele Terroirs auf dieser Erde, die sowohl ausgezeichnete Rot- wie auch prestigeträchtige Weißweine hervorzubringen vermögen. Clos de Mouche zählt zu diesen einzigartigen Lagen. Im Norden von Beaune dominiert unverkennbar der Hügel von Corton die Landschaft. Er überragt die Ebene und ist mit seinem Eichenwald von weit her erkennbar.
Das Terroir ist einmalig und erlaubt die Kelterung von Weiß- und Rotweinen der höchsten Qualitätsstufe, Grand Cru. Es ist übrigens der einzige Rote der Côte de Beaune mit diesem Status. Clos de Vougeot besitzt das höchste Renommee des gesamten Burgunds. Die Einzellage, Clos genannt, wurde von den Mönchen der Abtei von Citeaux am Ende des 12. Jahrhunderts bestockt und mit einer Mauer umgeben. Joseph Troin ist stolzer Besitzer von ausgewählten Grand Cru-Lagen mit wohlklingenden Namen wie Grand Echezot und Musigny. Der karge Kalkboden fordert die Rebe, indem er sie zwingt, ihre Nahrung tief im Erdreich zu suchen. Die Erträge sind entsprechend sehr klein. Joseph Troin respektiert die Tradition. Die Trauben werden von Hand gelesen, jede Traube wird ausgewählt, gesund und reif hat sie zu sein. Das Traubengut wird in kleine Kunststoffkistchen gelegt, damit die Traubenhaut nicht verletzt wird. Unzählige Faktoren sind für die Qualität der großen Gewächse von Bedeutung. Das Terroir, die Rebsorte, die Pflege der Reben, die Handlese von reifem, gesundem Traubengut, die tiefen Ernteerträge, aber auch das Savoir-faire. Bei Joseph Troin stimmt einfach alles. Zurück zu den Wurzeln kann man das praktizierte Pressverfahren bezeichnen, wo mit der herkömmlichen Methode, mit neuester Technologie ergänzt, der Saft sanft und schonend aus den Trauben gepresst wird. Neueste Untersuchungen und praktische Erfahrungen weisen darauf hin, dass diese Methode die besten Resultate erbringt. Die regelmäßige sensorische Überprüfung der sich im Gärstadium befindlichen Moste gibt zahlreiche Hinweise auf deren Gärverlauf. Das erklärte Ziel von Joseph Troin ist es, den natürlichen Prozess der Gärung unter der Berücksichtigung des Terroirs und der Charakteristiken der Rebe zu begleiten und so wenig wie möglich einzugreifen. Minutiös halten Véronique Troin und Jérôme Faure-Brac die sensorischen Eindrücke empirisch fest und vergleichen diese mit den kellertechnischen Resultaten. Véronique Troin verkostet im Ausbaukeller einen Echezot Grand Cru, der schon das Herz der Herzöge von Burgund erfreut haben soll. Der Weinausbau im Eichenfass ist für den Ausdruck des Terroirs und für den Jahrgang von größter Wichtigkeit. Joseph Troin wählt die Holztauben aus und lässt sie über Jahre trocknen. Auf jedes Detail wird genauestens geachtet. Auf Nase und Gaumen kann sie sich bei der Fassprobe verlassen. Eine Eleganz und Feinheit, die ihresgleichen sucht, entfaltet sich bereits im intensiven, delikaten Bouquet. Es ist der Respekt vor dem Terroir und der Tradition, der große Gewächse entstehen lässt. Joseph Troin ist sich dieser Verantwortung bewusst. Das Burgund ist weltberühmt für seine Rotweine, aber es lassen sich aus der Chardonnay-Traube auch weiße Gewächse von höchster Qualität und Format keltern. In den Kellern der Könige von Frankreich und der Herzöge des Burgunds lagern die ganz großen Gewächse und harren ihrer Bestimmung entgegen. Auf dem Weg durch die eindrucksvollen Kelleranlagen trifft man da und dort auf Trouvaillen aus vergangenen Epochen und wird zum Träumen eingeladen. Die vierte Generation setzt sich tagtäglich rund um die familieneigenen Rebberge ein, damit alles Nötige unternommen wird, um die Weingenießerinnen und Weinkenner mit den begehrten Gewächsen von Joseph Troin zu bedienen. Wenn man von den Weinen von Joseph Troin spricht, hört man oft zwei Worte, Eleganz und Charme. Hier in Burgund verfügen wir über eine herausragende Rebsorte für die Rotweine. Es ist der Pinot Noir. Der Pinot Noir bedeutet Bouquet, Harmonie, Ausgewogenheit und Eleganz. Es sind diese Charakteristiken, die wir in seinem Ausdruck suchen.
Zuerst aber kommt der Boden. Joseph Drouin hat sich exklusiv für das Burgund entschieden. Andere Winzer sind in andere Weinanbauregionen Frankreichs gezogen. Das Burgund hat aber viel zu bieten, vom Beaujolais bis zum Chablis. Der Wein bedeutet in erster Linie Genuss. Wir möchten mit allen Weinliebhaberinnen und Weingenießern dieser Welt den Genuss unserer Weine teilen. Wir freuen uns, Sie in der Schweiz zu besuchen.